Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, im letzten Teil ist Cutter ein wenig durchgedreht und hat Drake angegriffen, weil er unter Drogen gesetzt wurde. Und wir sind jetzt unter Syrien, also unter der Ruine und ja, erforschen jetzt ein bisschen die Gegend und wischen ein bisschen den Boden mit dem Feuer auf. Nein, natürlich nicht. Aber wir gucken mal, was es hier so gibt und hier geht's tief runter. Oh. Okay. Kommt runter, ihr brecht euch wahrscheinlich mit die Beine. Ui. Okay. Das sieht nach Rätsel aus. Eine Weltkugel. Alles klar. Okay, aber da kann man nichts machen. Dann gehen wir doch erstmal weiter hier lang. Ist das ein Globus? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Gruft. Ja, der Raum sieht aus wie ein alter Haufen. Okay, es müsste sich drehen lassen. Mein Notizbuch. Du hast es Talbot gegeben, weißt du noch? Was? Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Okay, er kann sich anscheinend nichts mehr erinnern. Drehen können. Schau mal, der Kanal. Das sind wohl Wasserkanäle. Ah, ja, dann ist es ja relativ klar. Wer das schon mal gesehen hat, bei uns in der Gegend gibt's auch so eine Kugel, die, in so einer Einbuchtung drin liegt und von unten drückt halt Wasser dagegen, sodass sie quasi so ein bisschen auf dem Wasser liegt, damit man sie drehen kann. Und ich schätze, das müssen wir jetzt hier auch machen. Können wir auch was aktivieren. Okay. Da ist eine Treppe. War anscheinend nichts Relevantes. Dann gehen wir mal die Treppe hoch, wie Cutter sie schon gesehen hat. Gucken, ob wir da oben irgendwas Tolles finden. Siehst du da oben was? Die lassen sich sicher entzünden. Entflammbare Sachen. Sie sehen aus wie Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Entzünden wir die anderen. Ah ja. Da, seht ihr? Position auf dem Globus. Okay. Ja, dann ist es ja noch eindeutiger. Das heißt, wir müssen diese Dinger entzünden und dann den Globus an die richtigen Stellen drehen. Das ist noch zwei. Machen wir mal weiter. Okay. Leuchtet auch. Da drüben noch zwei und dann war es das schon, ne? Ja. Noch eins. Okay. Gut. Und das letzte? So. Als letzte. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Suchen wir weiter. Gut. Ah, dann gehen wir mal hier durch, weil den Gang kennen wir noch nicht. Gucken wir, was es hier so Schönes gibt. Verwinkelte Gänge, aber wo führen die uns hin? Ah, zu einer weiteren Fackel. Hey, hey! Ist das das Wasser? Ich weiß es nicht. Oh nein! Bitte, bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Wenn ich renne, sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt! Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Ich glaube nicht, dass er eine bessere Idee hat. Das heißt, wir müssen mal wieder in den sauren Apfel beißen. Und aufpassen, dass wir nicht von den Spinnen erwischt werden. Ja, und da gibt's jetzt einen Trick. Wir können nämlich die Fackel werfen. Deswegen werfen wir sie dann auch natürlich dahin, um das zu entzünden. Dann hauen die ganzen Viecher nämlich ab. Und wir können sicher rüberspringen. Sollten uns aber immer eine Fackel mitnehmen. Okay. Als nächstes da hoch. Dann gucke ich mal, ob ich die so werfen kann. Ja, das dürfte gehen. So. Fliege ich Fackel. Na toll. Das wäre verdammt schlecht geworfen. Okay, dann halt nochmal. Dann machen wir es mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Ah, perfekt. Okay, die nehme ich mir aber mit. Wer weiß, was uns begegnet. Oh, okay, wir müssen schwingen, dann werde ich die Fackel wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen können. Wow. Okay, das war die falsche Richtung. Ja, ich bin einfach instinktiv weitergesprungen, was ich nicht hätte tun sollen. Oh, Leute, ihr hättet mich doch da unten stehen lassen können. So, dann halt nochmal die erste Fackel werfen, bitteschön. Und hinterher, dann eine rausnehmen.
Und dann das Spielchen hier nochmal. So. Bitteschön. Und weg. Alles klar. Okay, dann wieder springen. Okay, wir müssen nach rechts. Okay. Upp. Ein bisschen die Richtung ändern und dann dürfte es eigentlich funktionieren. Und hopp. Danke, das habe ich ja schon gemerkt. Okay, schnell. Schnell zur Fackel, sonst werde ich hier angegriffen. Wow. Okay. In Sicherheit. Gut, da drüben geht's weiter. So, und hopp. Der dürfte passen. Ja, sehr gut. Okay. Dann schnell darüber. Drake, lass doch los. Okay. Hui. So, und wohin führt uns das Ganze hier eigentlich? Ah, da unten ist eine Fackel. Ist hier nichts mehr? Nee, nur Abgrund. Okay, dann werden wir mal hier das Gebiet von Spinnen befreien. Kaching. Oh, da ist ja Cutter. Wie ist denn der da hingekommen? Ah. Okay, jetzt sind wir hier. An so einem Wasserrad. Ah, und hier kann man auch was drehen. Okay, geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Los, Cutter, mach schon. Dann legen wir los. Alles klar. Okay, dann fließt das Wasser wieder. Ist doch schön. Alles klar. Ah, schön. Wir müssen aber nicht überschwimmen, oder? Los, Charlie. Oh, Wasser scheint mir ein kleines Gänschen. Ich hasse Wasser. Man soll nicht so einen nennen. Genau, stelle ich mir nicht so an. Wir machen das schon, solange wir denken können. Wenn wir durch Schmutzwasser warten müssen, dann machen wir das auch. So. Hallo. Da sind wir wieder. War ganz einfach. Uns hätten nur ein paar Spinnen fast aufgefressen. Ah, und jetzt können wir auch hier das Wasser durchlassen. Deswegen okay, ging das eins. Eben nicht, weil irgendwas hoch zu kurbeln, wo nichts fließen kann, macht keinen Sinn. Okay, los geht's. Es klappt. Er dreht sich langsam. Sollten wir den Globus drehen können. Sehr schön. Hey, anscheinend lassen sich die Projektionen auf die Landmassen ausrichten. Na los, dreh ihn. Gut, dann werden wir mal versuchen, die richtigen Positionen zu finden. Ah, da sind sie auch. Jetzt müssen wir die nur noch richtig drehen. Da seht ihr das Symbol, was ich jetzt hier unten rechts habe, ist das hier, nur auf dem Kopf stehend. Wenn wir das richtig anpassen, dann hätten wir es eigentlich schon gelöst. Ihr seht ja auch diese Sonnensymbole, die müssen auch übereinstimmen. Es gibt euch dann immer noch einen Hinweis, welches Land da zu sehen sein muss. Und, ah, geschafft. Geschafft. Unglaublich. Es muss der Eingang zu den inneren Grüften sein. Komm schon. Ja, schön. Okay, dann müssen wir jetzt wieder nach oben. Und dann werden wir sehen, wo uns der neu errichtete Gang hinschaffen wird. Und Chloe läuft sehr merkwürdig die Treppen. Na bitte. Aber naja. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich bin ja gespannt. Ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen, wo uns das hinführt. Sobald ich sehe, werde ich mich wieder daran erinnern. Aber jetzt momentan. Auf jeden Fall eine ziemlich hohe Treppe. Okay, wir suchen nach einem Rittergrab. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist er mit der anderen Hälfte des Amulets bekannt. Und wann lag Drake schon mal falsch? Okay, aber der Weg zurück ist schon mal versperrt. Ist der das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn! Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Das habe ich gesagt. Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da, siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen. Herzlichen Dank. Gut gemacht. Naja, warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Okay, nichts wie weg hier. Such weiter. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt.
Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Das wäre sehr von Vorteil. Okay, wollen wir hoffen, dass Charlie das Ding nicht wieder verliert. Ah, hier ist ein Luftzug. Ah, das heißt was? Können wir irgendwo durch? Wo denn? An dieser Wand hier? Chloe, hast du Halluzinationen? Stehst du jetzt unter Drogen? Ah, hier. Okay. Hey, komm her. Ja, ich fühle einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Sie gibt nach. Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los! Ja! Oh, vielen Dank, das nehme ich. Okay, die Wache stand da sehr ungünstig. Also, für sich selbst ungünstig. Nicht für uns. Uns ist egal. Waffen runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Das glaube ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch, Hunter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz langsam. Okay? Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskerl! Hunter, schießen Sie endlich! Mit Vergnügen. Lauft! Lauft zum Tor! Sehr gut, Cutter. Das hätte man gar nicht erwartet. Okay, er hat sich nur beeinflussbar gestellt. Das heißt, die Drogen sind, denke ich mal, definitiv ganz weg. Und wir müssen jetzt hier raus, ohne getötet zu werden. Ich hoffe, Charlie schafft es auch. Wow. Okay, schnell. Na, hier sind wir schon mal für den Schüssen sicher. Aber hier wieder nicht. Na, toll. Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, was? Geben Sie her. Leck mich. Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese miesen Schweine. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Ja, klar. Wirklich? Sie hatten Potenzial. Jetzt... Tja. Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten. Und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Nein! Beeilung! Los! Charlie! Mist, nicht bewegen! Verdammt. Nicht bewegen! Oh Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Es ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate? Sieh mal! Oh, was zum Teufel! Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen. Hab ihn! Gebt uns Deckung! Okay. Los! Wie ist das möglich? Ich hab ihm doch seinen verschissenen Schnöselanzug komplett durch... Ein Hinterhalt! Er muss zu einem Arzt. Okay, gut. Cutter ist verwundet und wir müssen quasi den Weg frei halten. Deswegen müssen wir uns schnell hier durchballern.
aber mir geht's gerade nicht gut. Ja, und das frage ich mich auch, was sich Charlie gerade gefragt hat. Der Talbot scheint komplett unversehrt gewesen zu sein, obwohl er ihn angeschossen hat. Ja. Wer weiß, vielleicht kugelsichere Weste. Könnte man vielleicht annehmen. Aber naja. Das ist jetzt nicht unser größtes Problem. Unser Problem ist erstmal hier wieder rauszukommen. Ja, und Schildgegner. Die haben wir doch gerne. Da, der kriegt schon mal eine Granate ab. Ja, toll, die ich voll in den Graben geballert habe. So, ich will mal kurz was versuchen. Und zwar gibt es auch einen Move, mit dem man über die Schilder drüber laufen kann. Ja, naja. Gut, das war dumm, dass ich sonst offene Feld gelaufen bin. Aber Leute, ich sehe auch gerade, ich muss hier wieder einen Cut machen, denn die Zeit ist wieder vorbei. Und ich würde sagen, am nächsten Tag geht es dann weiter und dann versuchen wir aus Syrien zu flüchten und Charlie das Leben zu retten. Deswegen war es jetzt erstmal von Uncharted 3 und bis dann.